Moin, liebe Messerfreunde, der Stony nochmal hier. So, ich hatte in meinem EDC-Video ja angekündigt, dass ich nochmal diesen Cutter in die Kamera halte. Ja, so sieht das Ding aus. Ist das Licht hier so doof? Naja, ein bisschen weiter so. Huch, Entschuldigung. Ja, das ist dieser Cutter. Backlog, Einhandbedienung. Ja, man kann diesen Pin abschrauben, aber man kriegt es auch ohne den Pin ganz easy auf. Also von daher, weiß nicht, wenn man die Dings hier vielleicht anknallt, die Schraube, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, ob es denn nicht mehr einhändig aufgeht. Aber egal. Ja, man könnte so ein Ding echt als EDC tragen. Vor allem, was ich richtig cool finde, ist die Art, wie man hier die Klinge wechselt. Und zwar muss man einfach nur diesen Schieber nach oben machen. Und dann kriegt man die ganz, ganz easy raus. Der Schieber ist auf beiden Seiten, also auch Linkshänder tauglich. Und der Pin kann natürlich auch umgeschraubt werden auf Linkshänder. Und ja, wieder so, zack, rein, fertig. Absolut genial. Ja, ich brauche ja hoch. Ach Mensch, ich stoße mal dagegen. Ich brauche ja nicht sagen, wie so ein Cutter schneidet. Das wisst ihr ja selber. Also das ist eigentlich, EDC-mäßig ist das ziemlich cool. Weil du kannst damit, ist scheißegal, ich kann jetzt hier auf einer Glasplatte rumschneiden oder so. Das ist mir scheißegal. Wenn die Klinge stumpf ist, nehme ich halt eine neue. Oder ich kann sie erstmal umdrehen und dann nehme ich eine neue. Und das ist halt, was ich ganz cool finde. Ich habe ja dieses Gerber Pry Utility, heißt es, glaube ich. Da hatte ich mir mal so einen Clip angebaut, weil da war kein Clip dran. Das ist hier natürlich auch noch anders. Hier ist ein Clip dran, obwohl der ist nicht so geil bedienbar durch diese Kante, die ihr hier seht. Und ja, aber er funktioniert auf jeden Fall. Und ein Lanyard-Loch wäre noch ganz cool gewesen. Ja, ansonsten ist das halt ein grundsolider Cutter. Funktioniert sehr gut. Und ja, das Geilste ist halt, wie gesagt, diese Bedienung, die Klingen da zu wechseln. Na, wo ist denn das Loch da? Zack, rein. Fest. Also absolut top. Ja. Mehr gibt es zu dem Ding, also von meiner Seite aus nicht zu sagen. Wie gesagt, der Stefan, der hat schon ganz ausführlich darüber berichtet. Das Ding funktioniert ziemlich cool, man kann damit so auch schnitzen. Das natürlich, wozu benutze ich das? Ich benutze das, um Kartons klein zu machen, ohne Ende. Also das ist natürlich die beste Art, was du machen kannst, mit so einem Cutter Kartons klein zu schneiden. Weil wenn du das mit einem Victorinox oder mit einem anderen Messer machst, selbst wenn du es mit einem CPM-Stahl machst, Kartonagen sind halt so derbe abrasiv, dass du dir die Klingen zerkratzt und wenn da so Leute drauf achten, ist das nicht so schön. Und wie gesagt, und die Klingen werden halt auch schnell stumpf. Da kannst du auch einen CPM 20 nehmen oder so, der wird halt auch ziemlich stumpf damit und deswegen mit so einem Teil hier, das ist scheißegal, ist das Ding stumpf, dann machst du eine neue Klinge rein, fertig, aus die Maus. Ich habe so eine, ich weiß gar nicht mehr, was das für Teile sind, habe ich mal bei Amazon, da waren 100 Stück drinne mit so einem Magnetverschluss, die machst du auf, zack, hast du eine Klinge drin, machst du wieder zu und dann, wenn du wieder so aufschiebst, dann hast du wieder eine Klinge. Das ist so ein Teil und damals habe ich eins davon bestellt und zwei gekriegt. Da hatte ich 200 Klingen davon. Naja, und das ist halt gut, wenn man sowas mal hat und braucht. Ja, ich finde das Ding ziemlich cool. Wie gesagt, ich habe ja nur meinen EDC, aber wie gesagt, wenn ich hier zu Hause irgendwas wie Kartons oder sonst was schnibbeln muss, dann nehme ich das. So, das war's dann auch erstmal. Ziemlich kurzes Video. Wie gesagt, guckt sonst beim Stefan rein, der hat es nochmal ausführlicher. Ja, macht's gut. Ciao, euer Stony.